Hallo liebe Abenteurer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider mit Lara Croft an unserer Seite, die beim letzten Mal schon wieder einen tragischen Verlust hat erlitten. Verlust hat erlitten, was von Deutsch, ja genau. Tja, hier, die zweite Hälfte der Endurance, die ist nicht mehr da, die ist untergegangen, die hat das Meer verschlungen. Mit an Bord war der gute Alex, der ja das Werkzeug besorgen sollte und der sich beim letzten Mal geopfert hat. In einem tragischen Moment, ja, Lara hat sich zum ersten Mal von ihm verabschiedet. Quasi also das erste Mal, dass wir jemanden verloren haben. Direkt verabschiedet und dann nicht mehr zurückblicken. Schwere Entscheidung. Aber gut, es hilft nichts, es ist Vergangenheit. Die Nummer ist durch und wir müssen jetzt natürlich erst einmal sein Andenken in Ehren halten. Und das tun wir am besten, indem wir seine Aufgabe zu Ende bringen, nämlich das Werkzeug von Reyes zu ihr zurückzubringen. So, tja, schon wieder ziemlich hartes Brot, was man uns hier kredenzt. So, und hier liegt immer noch der dicke Russe, dem wir ja diese lustige neue Ausrüstung abgenommen haben. Dieser komische Apparillo, mit dem man deutlich mehr Zug auf Seile bekommt. Vielleicht können wir damit auch dieses verborgene Grab öffnen, wenn ihr euch daran erinnert, so was wir ja noch nicht erkunden konnten. Mangels richtigem Werkzeug. So, und wie kommen wir jetzt hier zurück? Wie kommen wir hier zurück, liebe Freunde? Können wir hier hochklettern? Ja. Das sieht gut aus. So, und wo geht's hier lang? Kann ich da rein? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Na, okay. Also, wir springen hier hin. Zack, und jetzt benutzen wir dieses lustige Teil wieder. So, und allein das muss ja schon zwischen den Oberschenkeln brennen. Aber gut, Lara hat da offenbar die richtige Hose an, dass hier keine akute Brandgefahr besteht. So. Ja. Dann hier die nächste lustige... Ja, genau. Au. Natürlich vorbeigesprungen. Das war wieder clever. Ach Gott. Naja, man sollte vielleicht nicht unbedingt blind drauf losspringen. Das wäre wahrscheinlich hilfreich. Dann muss ich den ganzen Blödsinn nochmal entsammeln, oder was? Ach komm, das nehmen wir noch mit. Ja, sorry Freunde, das mit der... das mit dem Springen ist gar nicht so einfach, ne? Manchmal vertut man sich da dann doch etwas. So auch in diesem Fall. Aber gut, wir haben ja Zeit, wir können ja üben. Ne, ist ja kein Thema. So. Hopp. Aber diesmal. Na also, geht doch. Und nochmal ein bisschen heiße Oberschenkel. Und da sind wir angekommen. So. Hier keine Fähigkeitspunkte. Bergungsgut haben wir noch. Können wir damit irgendwas pimpen? Schauen wir kurz. Schalldämpfer vielleicht. Nein, das reicht nicht. 14 Bergungsgut fehlen, mein Gott. 14. Lächerlich. 14. Das ist ja gar nichts. So, und da können wir dann halt Bogen. Können wir dann den nächsten... Ja, wobei, vielleicht können wir das Ding auch runterziehen. Weil wir wissen, da unten waren Risse im Boden. Genau. Ich habe mir gedacht, dass es da weitergeht, weil ja auch diese Tür nicht aufging und nix. Also hier hinunter. Ein altes Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Ja, interessant. Forschergeheimnis der Insel. Sie haben etwas in den Klippen gefunden. Ein altes Grab. Vielleicht finde ich dort Antworten. Tja, Informationen aus Kriegszeiten. Ja, wahrscheinlich wieder aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese Expedition. Nun gut. Genau, steck mal ein. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. So,
Kehren Sie zum Lager zurück. Ja, machen wir gerne. Aber zuerst schauen wir uns noch kurz hier ein bisschen um. Ah, da drin ist noch was. Da ist noch was zu mitnehmen. So, was ist das hier? Ja, machen wir hier mal die Tür auf, ne? So, mit unserer Brechstange. Geh auf. Prima. So, hier wieder ein bisschen eingesteckt, bisschen Zeug. Aber hier waren wir doch auch schon mal, oder? Waren wir hier nicht auch schon? Naja, hier war ja dieses komische Gemetzel, ne? Wenn wir uns erinnern. Das war schon eine Spur herb. So, halt. Moment, können wir das Ding da aufbrechen, diese Tür? Na? Genau. Sehr gut. So, dann versuchen wir es doch mal auf dem Weg. Jawohl. Also, dann wären wir hier auch noch reingekommen in meine Relique. Das ist ein Tempo-Zuru. Präge ja nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende davon hergestellt. So, die zweite Münze. Eine brauchen wir noch, um dieses Set zu komplizieren. Oh, ist das eine Glotze oder was soll das sein hier im Fernseher? Und er hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. So, dann haben wir noch Bergungsgut. Vielleicht reicht's aus. Vielleicht haben wir. Ja, so 20 Stück wären toll. 30 Stück, jawohl, reicht für eine Waffenmodifikation. Das ist doch prima. Prima, prima. So, da hätten wir nochmal Bergungsgut. Ich benutze den Skill noch zu selten, ne? Kriege ich es noch aus, dass man angezeigt bekommt, wo es noch was Hübsches zu finden gibt. Sollte ich unbedingt noch öfter einsetzen, habe ich das Gefühl. Aber hier scheint es außer Munition nicht mehr wirklich viel zu geben. Na gut. Also dann raus hier. So, die Fackel können wir glaube ich ausmachen, braucht kein Mensch mehr. So, haben wir noch was? Habe ich doch gerade was gesehen. Munition. So, und da draußen scheint noch was zu liegen. Habe ich da gepennt oder was? Da liegt doch noch was. Wieso habe ich das nicht gesehen? Na gut, nicht nach dem Warum fragen. Vielleicht kommen wir noch hin. So, dann lassen wir das Ding hier auf. Das ging aber beim letzten Mal auch nicht. Jawohl, da ist es. Da sind wir nicht hingekommen, ne? Beim letzten Mal, stimmt, da haben wir uns ja hier außen rum geklettert, sind wir da. Mein Gott, also ich habe heute ein Deutsch beieinander. Das ist dickes Sorry. Die Portugiesen prägten solche Münzen im 16. Jahrhundert für ihre Kolonie in Malakka, dem heutigen Malaysia. Sie stammt sicher aus einem der Galeonenwracks auf der Insel. So. Gut. Wäre das auch beantwortet? Da hinten ist noch was. Eine Schatzkarte. Ah ja. Oh, schau an, habe ich zwei Geocaches übersehen. Ja gut, aber die sind glaube ich nicht wichtig. Die Geocaches, ja, das, man sieht sie in dieser Karte schön. Was sind das hier? Vorherige Bewohner? Was soll das sein? Habe ich nichts gefunden. Ja, das sind drei Geocaches, die hier fehlen. Ja, mein Gott. Wenn man ganz ehrlich, pfeife ich auf die Geocaches, oder? Nehmen wir lieber den Obstbaum hier mit. Das ist ja viel gesünder. Ein lecker Obstbaum. So. Und hopp. Und Seilpfeil und ab die Post. Schwupp. So, da haben wir ein Lager. Ah, okay. Schon gedacht, ich hätte was gehört. Ne, jetzt halluziniere ich schon wieder eine Runde. So, Ausrüstung, unser tolles Gewehr. Schalldämpfer. So, dann wäre das Ding auch komplett durch. 100%. Also dieses Gewehr können wir auch nicht mehr upgraden. Das ist schon bei 100% und alle Upgrades sind drauf. So, Pistole gäbe es noch ein Upgrade. Bei der Schrot gibt es noch Upgrade und beim Bogen gibt es auch noch Upgrades. Aber unser Sturmgewehr ist... Ja,
Meinst du mal ehrlich? Das ist mal fett, oder? Das ist mal richtig fett. So, da haben wir einen Schalldämpfer, okay. Ja, und den lächerlichen Zoom, aber gut, ist ein anderes Thema. Haben wir uns ja schon mal ausgelassen, ne? So, halt. Halt. Da ist ein Geocache, da leuchtet's. Er liegt auf dem Weg, ne? Also nehme ich ihn mit. Sind wir uns einig? So, es ist aber auch ziemlich dunkel geworden. Der Tag ist rum. Tja, Alex hat es nicht geschafft. Ich bin mal gespannt, wie der Rest von der Mannschaft reagiert. Die werden auch ziemlich traurig sein. Verständlicherweise. Absolut verständlich. Auf jeden Fall war es ziemlich mutig von ihm. Und da oben ist Bergungsgut. Habe ich auch schon wieder gesehen. So. Die Stimmung haben sie aber gut eingefangen und zwischendrin auch so die musikalische Untermalung, muss ich sagen, gefällt mir echt gut. Macht immer noch einen Heidenspaß zu zocken. So. Achso, hier ging es dann bloß durch. Ah ja. Das ist wahrscheinlich ein schneller Rückweg oder ein schnellerer Rückweg. Müssen wir nicht das ganze Ding da unten nochmal abgrasen? Oh! Oh oh. Eieieiei. Die zwei da drüben? Na, ich weiß nicht. Komm, wir versuchen es mal. Hopp. So, Freunde. Das war nix. Na gut, hätte ich natürlich auch mit Bogen machen können, aber hey, so war es auch nicht mal. Auch mal nicht schlecht. Aber war schon Riss. Ah! Mein Gott. Jetzt hätte es mich da fast runtergenommen. Uiuiui, da bleibt dann kurz die Pumpe stehen, ganz ehrlich. Da bleibt echt kurz die Pumpe stehen. So, wo müssen wir hin? Dahinter müssen wir. Mhm. So, ja, komm, dann nehmen wir da drüben diese Seilrutsche. Alle hopp! Und ab geht's. Okay, einmal die romantische Strecke. Hopp! Warum sind wir hier nicht hochgeklettert? Das wäre doch viel schneller gegangen. Oh Mann, oh Mann. So, und da vorne sind schon die Kameraden. Und dachten. Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut den See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Matthias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt.
Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Eieiei, es macht sich ein leichter Zickenkrieg breit. So sieht's zumindest aus. Reyes will jetzt unbedingt abdüsen mit dem reparierten Schiff. Aber wir wissen ja schon, liebe Freunde, dass das so nicht wirklich funktionieren wird, ne? Wir müssen zuerst in dieses Kloster und müssen schauen, was hier die Gründe für die Stürme sind. Und Lara hat das offenbar jetzt auch in Angriff genommen. Ja, ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen und freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge hier bei Let's Play Tomb Raider. Bis dann.